Die Frage ist jetzt wirklich, wo grabe ich mich hoch? Weil ich glaube, ich muss mich hochgraben. Ich bezweifle mal stark, dass ich nochmal zurückfinden werde hier. Gut, ich habe das auch noch nicht ernsthaft probiert. Hi. Na du? Aber trotzdem, es ist ein wenig ungemütlich hier. Ich meine, es geht nach oben, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es wird gleich auch sowas von wieder nach unten gehen. Yep. Yep. Ist das hier der höchste Punkt, wo wir sein können? Es geht zumindest richtig weit runter. Das heißt, ich mache hier nochmal einen... Erstmal gucken, wohin der Kompass zeigt. Nach da, okay. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen dauern. Es wird eher unspektakulär sein. Ich grab mich mal hier hoch. Und es dauert deutlich länger hier mit der Eisenspitzhacke. Ich will das Diamant-Ding wieder zurückhaben. Vor allem, ich habe jetzt Diamanten verbraucht, um Diamanten zu finden. Nur hat der zweite Teil irgendwie nicht funktioniert. Und da stirbt jemand. Habe ich nicht? Ich habe zwei Leitern dabei, aber... ich will den nicht direkt über mir weggraben. Das wäre tödlich im Zweifelsfall. Kann böse enden. Ich hätte gern so einen Höhenmeter hier. Also offiziell vom Spiel selber. Nicht über die Koordinaten. Können wir so ein bisschen besser abstimmen hier, wie hoch man eigentlich wäre. Können wir hier dann sehen, aha. Da und da müsste ich lang. Auf der Ebene bin ich gerade. Ist ja ganz praktisch. Wir werden auf jeden Fall genug Cobblestone haben. Und die kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ich werde gleich irgendwas wegschmeißen hier. Werkbank? Da so, dann nehme ich das alles mit. Das wäre ja blöd, das zu verschwenden. Ich glaube, wir haben Platz durch die Fackelei bekommen, ne? Dass wir da die Fackeln verloren haben. Haben wir, glaube ich, bekommen. Vielleicht hätte ich mal das mit dem Brot hier, dann haben wir noch mehr Platz, wobei wahrscheinlich auch noch mehr Steine hinzukommen werden. Und so ein Stack geht doch erstaunlich schnell voll, muss man ja mal sagen. Die hätte ich trotzdem gerne hier vorne. Wir sollten aber uns Richtung Oberfläche nähern. Das kann eigentlich nicht mehr so weit sein. Da ist zumindest schon mal Erde, aber das heißt ja nichts. Das sollte eigentlich gehen. Ich wüsste auch spontan nicht, auf welcher Höhe da eigentlich normale Oberfläche wäre. Ich glaube 64 oder sowas, ne? Ist das nicht so? Meeresspiegel bei 64? Oder war das früher mal? Oder vertue ich mich? Oder war es bei 128? Die haben ja irgendwann mal die Höhe der Welt verdoppelt. Das ist Erde, das ist gut. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ja, sehr gut. Es ist natürlich Nacht. Okay, wir sind nicht so wahnsinnig weit entfernt hier. Das geht schon mal. Nein! Hey, du, Nadu. Du hast meinen schönen... Was? Wo ist... Hä? Ach, hier. Kann ich hier hoch? Blöder Baum. Dann mache ich das so. Ich sollte das hier mal mit einer Menge an Fackeln markieren, dass ich quasi immer sagen kann, der wievielte Ein- oder Ausgang das zu dieser Höhle eigentlich ist. Dass man das so ein bisschen besser koordinieren kann. Das wäre auch mal ganz praktisch. So, hier. Kann man es dann besser sehen. Ach Mensch, das war vollkommen erfolglos. Das hätte ich mir fast alles sparen können. Sparen, Ferkel. Ja, die Witze werden auch nicht besser, habe ich schon mal erwähnt. Erstmal ein Schläfchen in der Nacht. Kann ich mir da mal eine andere Spitzhacke rausfummeln? Kann ich mal das Ding mit Glück 2 einfach mal hier ständig bei mir... Nein, Enderman, 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 Enderman.
Enderman. Enderman, wo ist er? Hallo. Hallo? Dann hau ich die halt. Das bringt immerhin Erfahrung. Wo ist denn der Vogel? Und warum brennt der nicht? Weil er eine Rüstung hat oder was? Oder hat er keine Lust? Enderman. Lockt der mich jetzt hier in den Graben rein? Da mache ich nicht mit. Nicht so. Gut. Das kann hier alles rein. Es ist zwar tierisch vollgemüllt dann, aber wir brauchen das Zeug hier nicht bei uns haben. Ich würde mal sagen, wir machen hier das nächste Mal eine Expedition weiter. Ich mache natürlich jetzt die Aufnahme noch so ein bisschen weiter. Effizienz 4. Behutsamkeit. Ich nehme die hier mal mit. Es bietet sich einfach an. Brauche ich noch irgendwas? Vorher, das benutze ich mal wirklich nur für das wichtige Zeugs. Was soll ich denn hier? Den Sattel kann ich da reinschmeißen. Die Enderperle kann ich da reinlegen. Das kann ich da reinlegen. So, leider ist es jetzt voll. Das Minecart hätte ich. Das ist Minecart. Ich Minecart. Machen wir es so. Die Schienen kann ich da auch reinlegen. Das ist eigentlich vollkommen Wumpe, was ich hier alles reinlege und was nicht. Das heißt, wie machen wir das? Wir haben da unsere Höhle. Ich werde da nochmal wieder reingehen. Das reizt mich gerade so ein bisschen. Weil was habe ich hier unten eigentlich noch? Das Schwert bröckelt auch so ein bisschen, aber es geht eigentlich. Hier waren wir wahrscheinlich auch schon oft genug drin und haben festgestellt, ja, nö, hier ist nichts. Vermute ich einfach mal. Ich glaube, dass wir die Gegend schon einigermaßen abgeklappert haben hier. Eigentlich. Eigentlich wollte ich jetzt auch nicht hier wieder runter, aber es bietet sich an. Vor allem, ja, es dauert nur einen ganzen Weg. Es dauert echt eine ganze Weile. Weil man halt nicht so runtergleiten kann, wie wenn da einfach nur normale Treppen sind. Vor allem hauen wir uns jedes Mal hier den Kopf an der Decke an. Immer wieder aufs Neue. Creeper. Na, jetzt denkt man sich, ja, ja, Explosion. Pff, boah, halte ich mal mein Schwert hin und gut ist. Das hat man früher auch nicht gemacht. Früher hatte man noch Angst. Heute ist das alles so, ja, passt schon. Ich habe hier eine dicke Rüstung. Ich habe hier ein schönes Schwert. Kann ich alles weghauen. Auch keine, warum sind hier keine Diamanten? Diamanton, hello. Es geht echt langsam. Ich nehme doch das andere Ding hier, oder? Auch wenn es dann zwar ein wenig bröckelt. Aber meine Herren, geht das schneller. Wenn wir dann Diamanten finden, dann ist ja der schöne Part. Und das war knapp. Ah, ich meine, natürlich, oh, Diamanten. Männliche Diamanten. Nein, ich freue mich nicht wie ein Mädchen über Glitzerkram. Mm-mm. Muss erst mal gucken, dass die Dinger da nicht runterfallen können. Es sind ein paar. Es ist jetzt leider nur Glück 2. Ist da eine verbrannt? Ich muss das verhindern. Ich muss das verhindern. Okay, hier liegt Zeugs drunter. Das ist schön. Das ist. Das war knapp. Blödes Zeug, ey. Das ist wirklich so wenig nur. Das ist aber schon mit Glück, ne? Das ist Glück. 5. 7. Na, immerhin so ein bisschen. Ich hätte doch. Ah, ich hätte wahrscheinlich die andere Spitzhacke auch noch mitnehmen sollen. Die mit Glück 3. Dann hätten wir vielleicht jetzt ein, zwei von den Teilen mehr bekommen. Das war hier direkt drunter. Okay. Hier waren wir doch schon. Dass das alles so dicht beieinander ist.
Wir haben Diamanten. Wir sollten jetzt nicht mehr sterben. Das wäre ganz cool. Feuer bringt natürlich auch viel, wenn der im Wasser steht. Ich gehe mal hier unten hin, oder? Ne, da waren wir noch nicht. Ja, Höhlen, ne? Sind schon spannend. Muss ich ja mal sagen. Also, vor allem dann, wenn man dann wirklich auf Erkundung geht. Ich finde es halt immer noch spannend. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es, auch wenn man das alles schon oft gemacht hat, ist es, wenn man dann erstmal wieder drin ist und quasi in diesem Suchmodus drin ist, dann wird es dann schon wieder unterhaltsam, dann wird es schon wieder spannend. Weil man dann wirklich so eine gewisse... Naja, irgendwann hat man das Inventar voll, irgendwann hat man die Gegenstände so ein bisschen kaputter. Irgendwann kommt man dann doch schon wieder an die Stellen, dass man nicht komplett unverwundbar und jahrelang weiterleben könnte. Wobei, Nahrung haben wir noch genug, 29 Kartoffeln. Hier will ich aber gar nicht hin. Warum ist es hier vorne dunkel? Immerhin war das ein gutes Zeichen, dass wir da schon mal gewesen sind. Ich werde ja immer noch, ich bezweifle ja immer noch, dass das hier ein gutes Ende nehmen wird. Unsere Touren. Dafür haben wir uns schon zu oft verlaufen. Dafür hat das schon zu oft nicht funktioniert. Aua. Ich hätte mal lieber die Behutsamkeit... Wobei, hätte ich die Behutsamkeit mitnehmen sollen, die Behutsamkeitsspitzhacke? Dass wir uns da die kompletten Blöcke hätten rausgreifen können von den verschiedenen Sachen hier. Aber wenn ich die verliere, ich meine, die Verzauberung habe ich noch seltener bekommen als Glück. Glück bekomme ich irgendwie jedes zweite Mal, habe ich den Eindruck. Sobald man auf einer gewissen Stufe verzaubert. Gib mir Diamanten, liebes Spiel. Ich will welche haben. Gut, hier waren wir ja auch schon, Immerhin kann man die Diamanten gut erkennen, da sollte man die eigentlich nicht übersehen können. Hier von den Blöcken her. Oh, Entschuldigung, sorry. Es wäre nämlich blöd, wenn man hier ganz viele Diamanten suchen will Naja, man übersieht die dann halt einfach. Man kann die eigentlich schon finden. Ha! Ja. Ich wollte eigentlich so weit weg, dass er sich nicht zerblasten kann, aber hat anscheinend nicht funktioniert. Ich dachte, hier wird es vielleicht nicht so weitergehen wie auf der anderen Seite da. Aha, hier ist es zu Ende. Fackeln. Ich müsste bald mal wieder Kohle abbauen, oder? Sind das die letzten Fackeln? Ach nee, da sind noch. Das ist aber trotzdem nicht mehr viel. Warum ist hier kaum Kohle? Soll das hier etwa unser bitteres Ende werden? Ha? Die nächste Kohle, die ich finde, wird immer mal sowas von abgebaut. Vor allem, solange ich noch hier die Glücksspitzhacke habe. Das ist keine Kohle. Das ist Eisen, ja. Das ist Wasser. Wasser haben wir hier. Da ist Kohle. Sehr gut. Ha, haben wir hier noch Diamanten irgendwo? Ups. Immerhin bringt das hier so ein bisschen als Glück. Ist halt wirklich begrenzt. Ich hätte die andere Hacke dafür mal mitnehmen sollen. Stimmt, Erfahrung bringt das ja auch. Lange nicht mehr wirklich ernsthaft Kohle abgebaut. So, 28 reicht erstmal. Gut, hier ist auch nichts mehr. Auf der anderen Seite. Ich meine, klar, ich kann erstmal nach oben gehen. Aber
Unten ist der eigentlich immer gut. Wobei die Strömung echt so ein bisschen ungünstig ist hier. Und das Zeug hier auch. Ist hier ein Durchgang? Ist hier noch mehr als nur das... Gut, da oben sind die Löcher, wo das Zeug rausgekommen ist. Ah, es ist tatsächlich noch mehr. Es ist eine ganze Menge mehr hier hinten. Eieiei. Immer diese dezent angedeuteten Gänge, dass es hier noch weitergehen könnte. Ne? Und dann gräbt man einen Block weg und denkt sich, ja, wird nur ein kleines Höhlchen sein. Und dann hat man da plötzlich den weltgrößten unterirdischen Komplex, den man je gesehen hat. Ja. Das ist schön hier. Das ist herrlich. Ich sollte das ja nicht weggraben. Der Pilz hält der Brandung stand, so wie es sein muss. Kennt man ja diesen alten Spruch, ne? Der Pilz in der Brandung. Daher kommt das. Weil der wasserabstoßend ist. Ja. Eigentlich werden diese ganzen Regenjacken und wasserdichten Geschichten werden auch aus Pilz gemacht. Das wissen halt die wenigsten. Aber dafür bin ich ja da. So, ein Skelett. Bin ich zu hoch hier? Ich vermute es einfach mal. Weil ich finde so ziemlich nichts hier. Weder Diamanten noch Redstone vor allem. Wobei hier ist ja Lava. Das Wasser stört, das muss da weg. Nichts, dass mich das da in die Lava schiebt. Das wäre nicht so ganz das, was ich wollte. Kann man vielleicht verstehen. Falls ihr nicht versteht, dann ja, kann ich euch leider auch nichts mehr sagen. Ich habe keine Fackeln mehr. Ach, Fackeln. So. Diamanten, hallo. Mir reichen 5 Stück doch nicht. 7 Stück. Wo soll man denn da hinkommen? Ich meine, wie soll man denn da damit auskommen? Vielmehr. Das geht doch nicht. Wir brauchen noch Zeugs. Wir brauchen ganz viel, eine ganze Menge Krempelzeugs. Damit wir uns, also in der Rüstung, da kann ich mir vielleicht einen Schienbeinschoner basteln für 7 Diamanten. Kann ich mir vielleicht einen Zahnschutz basteln für, aber das war's dann auch schon. Ja, da sind wir anspruchsvoll.